Sehr geehrter Herr Frese, lieber Herr Wiebrecht, ich bedanke mich zunächst für die außergewöhnlich liebenswürdige Begrüßung und für die freundliche Einladung in diese bemerkenswert traditionsreiche Veranstaltungsreihe, die ich spontan und offenkundig allzu voreilig angenommen habe, ohne zu ahnen, dass zwischen der Anfrage vom März vergangenen Jahres und der Durchführung der Veranstaltung heute Abend in einer umfangreichen Korrespondenz der beteiligten Büros sich ein Thema entwickelt hat, das bei weitem nicht so harmlos ist, wie es sich anhört. Wer vertritt das Volk? Und deswegen nähere ich mich diesem verminten Gelände zunächst auch mal mit der Gratulation an Ihr stolzes Jubiläum, was Sie möglicherweise für spätere Nachfragen etwas gnädiger stimmt. Uns verbindet ja nicht nur die geografische Nachbarschaft in der Herkunft, sondern auch der Verlust des Haupthaares in anspruchsvollen Tätigkeiten. Als ich vor 37 Jahren meine parlamentarische Tätigkeit, damals natürlich noch in Bonn, begonnen habe, verfügte ich auch noch über eine stattliche Mähne, die mir im Laufe der Zeit dann sukzessiv abhanden gekommen ist. Ja, meine Damen und Herren, ich bitte von vornherein um Generalabsolution, dass ich von all dem, was ich im Zusammenhang mit diesem Thema eigentlich für wichtig halte, nur einen Bruchteil vortragen kann. Oder verschärfte Variante, Sie ahnen gar nicht, was ich dazu alles vortragen könnte, stimmen aber vermutlich meiner Prognose zu, dass die Begeisterung mit zunehmendem Verlauf der Ausführungen kontinuierlich zurückgehen würde. Und deswegen möchte ich den Hinweis darauf, dass ich jetzt ein paar Aspekte vortrage, die ich für jedenfalls diskussionswürdig halte, mit der ausdrücklichen Einladung verbinde, dann anschließend nach den Punkten, Aspekten oder Perspektiven zu fragen, die ich nach Ihrer Vermutung aus guten Gründen bewusst weggelassen habe. Der gute Grund ist aber zunächst mal aus meiner Sicht ausschließlich ein beschränktes Zeitbudget. Und deswegen will ich mit einer Diskrepanz beginnen, die Sie hoffentlich nachvollziehen können. Das Prinzip parlamentarischer Demokratie ist im Allgemeinen ebenso unangefochten, wie es im politischen Alltag zunehmend umstritten ist. Mit anderen Worten, niemand sagt ernsthaft was gegen Demokratie. Im Gegenteil, Sie können ein politisches System, welches auch immer, nicht nachhaltiger beleidigen, als durch die Behauptung, es sei nicht demokratisch. Und es gibt auch kaum jemand, der ernsthaft etwas gegen parlamentarische Demokratie hat, wenn wir mal jetzt die grobe Unterscheidung zwischen einer präsidialen und einer parlamentarisch strukturierten Demokratie vornehmen wollen. Aber hinter dieser breiten Akzeptanz von Demokratie als Staatsform steht nicht nur ein beachtliches Maß an Skepsis, sondern ein erkennbar wachsendes Ausmaß an Skepsis, an Zurückhaltung, an ausdrücklichen oder heimlichen, gelegentlichen, auch unheimlichen Zweifeln über die Tauglichkeit dieser Art der Organisation politischer Entscheidungsprozesse. Wahrscheinlich war die Diskrepanz auch noch nie so groß wie gegenwärtig zwischen der Systemakzeptanz und der auch voreilig und vorschnell so betitelten Politikverdrossenheit, also dem Verdruss über das, was in konkreten Institutionen abläuft, was sich möglicherweise auch mit konkreten Entscheidungen, insbesondere mit konkreten handelnden Personen verbindet, und der eingebildeten oder eingesehenen Alternativlosigkeit eines politischen Systems, für das sich jedenfalls niemand ernsthaft traut zu sagen, da habe ich was Besseres. Deswegen mag den einen oder anderen von Ihnen der Hinweis vielleicht gefallen, dass unbeschadet der Erfolgsgeschichte der Demokratie schon mindestens des Begriffs Demokratie als der kaum überbietbaren
Vorstellung von der zeitgemäßen Organisation politischer Entscheidungsprozesse, es quer durch die politische Philosophiegeschichte ein beachtliches Ausmaß an stabiler Skepsis gegenüber der Tragfähigkeit dieses Modells gibt. Schon Aristoteles, dem wir ja den ersten Versuch einer systematischen Befassung mit politischen Systemen verdanken, schon Aristoteles zählt die Demokratie zu den entarteten Staatsformen. Weil er dem Dämos nicht traute, der in einer schlichten, aber auch wörtlichen Übertragung in diesem Modell die Herrschaft ausübt. Demokratie als Volksherrschaft verstanden und eben nicht, wie es wohl einem fortgeschrittenen Demokratieverständnis entspricht, Herrschaft im Namen des Volkes, legitimiert durch das Volk, aber nicht unmittelbar ausgeübt durch das Volk. Dass dieser Versuch, definitorisch auseinanderzuhalten, was vielleicht dann eben doch am Ende zusammengehört, ziemlich genau die Bruchstellen markiert, mit denen wir heute zu tun haben, wenn es Zweifel an der Tragfähigkeit repräsentativer Entscheidungsprozesse und dem damit verbundenen Verdacht der ausdrücklichen Verweigerung unmittelbarer Entscheidung derjenigen, die über ihre eigenen Angelegenheiten verdammt nochmal doch auch selbst entscheiden könnten, sich verbindet, das muss ich, glaube ich, jetzt gar nicht im Einzelnen erläutern. Friedrich Nietzsche, auch einer der interessanteren Repräsentanten der deutschen Philosophiegeschichte, hat bündig erklärt, Demokratie ist die Verfallsform des Staates. Das hat sich Aristoteles noch nicht zugetraut, so zu formulieren. Und Václav Havel, eine der wenigen Persönlichkeiten, denen es gelungen ist, aus dem Amt eines weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus anerkannten Intellektuellen durch Wahl zum Staatsoberhaupt gewählt zu werden. Václav Havel hat immer wieder von den Schwierigkeiten gesprochen, die sich daraus ergeben, ein Volk repräsentieren zu sollen, das sich ja schon gar unter den modernen Bedingungen, unter denen wir heute leben, nie als Einheit darstellt, sondern immer in einer immer stärkeren Maße differenziert, atomisiert, in sehr unterschiedliche, teilweise auch gegenläufige Interessen zerlegt. Und ohne Sie jetzt mit einer Serie von Demokratiedefinitionen langweilen, jedenfalls belästigen zu wollen, will ich mindestens eine noch hinzufügen. Karl Jaspers, die Demokratie setzt die Vernunft im Volk voraus, die sie erst hervorbringen soll. Auch nicht doof. Wie volksnah sind Parlamente? Und wie politiknah ist das Volk? Beide Fragen bringen einen prinzipiellen Zweifel zum Ausdruck, den ich in beiden Fällen für begründet halte. Und wenn mir an der öffentlichen Diskussion über diesen Zusammenhang etwas nicht gefällt, dann ist es die offensichtliche Versuchung, sich diesen Zweifel durch den vermeintlich genialischen Befreiungsschlag vom Halse zu schaffen, dass man die jeweils parallele Frage ausblendet. Also sich nur mit den Zweifeln an der Volksnähe von Parlamenten beschäftigt, nicht aber von der Entscheidungsfähigkeit des Volkes oder umgekehrt. Tatsächlich müssen wir über beides reden, wenn wir über die Tragfähigkeit, die Angemessenheit komplexer Entscheidungsprozesse miteinander reden wollen.
Viele von Ihnen werden wissen, was ich auch ausdrücklich zu Beginn bestätigen will, dass ich ein erklärter Vertreter repräsentativer und nicht plebiszitärer Entscheidungen bin, auch wenn ich gerne bestätige, dass in einer modernen, in vielerlei Weise gut organisierten Gesellschaft wie unserer es Spielräume geben sollte, das eine mit dem anderen in einer sinnvollen Weise zu verbinden. Das ist uns, wie ich glaube, in unserer Verfassung auch ganz gut gelungen, denn wir haben ja in Deutschland eine wiederum besonders anspruchsvolle, deswegen folgerichtig auch besonders komplizierte Verfassungslage mit jeweils eigenen Entscheidungsebenen und dafür selbstständigen Legitimationsmechanismen auf lokaler Ebene, auf Landesebene und auch auf Bundesebene. Wobei auch durch eine Reihe von Verfassungskorrekturen in den vergangenen Jahren es sowohl auf der lokalen Ebene wie auf der Landesebene eine breite Palette plebiszitärer Einflussmöglichkeiten gibt. Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Volksentscheide. Und dass wir mit einer veränderten Erwartungshaltung an Politik zu tun haben, illustriert auch der Umstand, dass wir alleine in den letzten 10 Jahren auf kommunaler und auf Landesebene mehr Bürgerentscheide und Volksentscheide und einschlägige Begehren hatten als in 50 Jahren zusammen davor. Es gibt also ganz sicher nicht nur eingebildet, sondern tatsächlich so etwas wie eine gestiegene Partizipationserwartung. Und natürlich ist begründungsbedürftig, warum dieser Partizipationserwartung auf Bundesebene nicht in ähnlicher Weise Rechnung getragen werden soll, wie das auf kommunaler und auf Landesebene geschieht. Ich glaube, dass es zu den klugen Differenzierungen unserer Verfassung gehört, dass wir auf den beiden anderen Ebenen das ermöglichen, was wir auf der Bundesebene nicht tun. Und bestätige, wenn das Ihre schnelle Schlussfolgerung wäre, ausdrücklich, dass ich auch nicht daran mitwirken würde, diese Verfassungslage zu verändern. Und fühle mich durch manche Erfahrungen, auch und gerade der jüngeren Zeit, im eigenen Land wie bei unseren Nachbarn, in dieser Haltung auch außerordentlich bestätigt und ermutigt. Da ich Ihnen angekündigt habe, die vielfältigen Aspekte dieses Themas eher im Telegrammstil exemplarisch als umfänglich darzustellen, will ich auch hier ein prinzipielles Argument mit einem praktischen verbinden. Das prinzipielle Argument ist wieder der Hinweis auf eine interessante Diskrepanz. Wir leben in einer Gesellschaft, wenn wir mal über unsere reden, jetzt schon im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, in der immer mehr Menschen immer mehr eigene Interessen durch andere vertreten lassen. Die Arbeitsplatz- und Einkommensinteressen durch Gewerkschaften. Die Lebensrisiken durch Versicherung. Die Vermögensinteressen durch Banken. Die Nutzung von PKWs durch Automobilclubs. Nie hat es eine differenziertere Interessenlandschaft in Deutschland gegeben als gegenwärtig und nie haben sich mehr Menschen in mehr eigenen Anliegen der professionellen Vertretung ihrer Interessen durch solche Institutionen anvertraut wie heute. Was sich übrigens auch darin niederschlägt, dass die beim Deutschen Bundestag registrierten Interessenverbände inzwischen die Schwelle von 2.300 überboten haben. Was auch mal nur nachrichtlich bedeutet, dass auf jeden real existierenden Abgeordneten statistisch etwa 4 Interessenverbände kommen, nicht Personen, sodass wiederum statistisch betrachtet gewissermaßen halbe Bataillone einzelnen Abgeordneten mit der geballten Vertretung zweifellos legitimer, aber jeweils einzelner Interessen gegenüberstehen. Der Punkt, ich will jetzt gar keine Beschimpfung von Interessenverbänden machen, ich neige ja ohnehin nicht zu Beschimpfung, wie der Moderator völlig zu Recht gleich zu Beginn festgehalten hat. Aber worauf ich aufmerksam machen möchte, ist genau diese Diskrepanz,
dass immer mehr Menschen ihre ureigenen Anliegen durch andere viel besser vertreten sehen als sich selbst. Aber wenn es um den Bau von Flughäfen geht oder von Kernkraftanlagen, wissen Sie ganz genau, dass Sie das am besten selbst entscheiden können. Und neben dem Prinzipiellen will ich jetzt aufs Praktische kommen. Wir haben eine Reihe von Untersuchungen, die sich mit diesen Partizipationserwartungen und dem Partizipationsverhalten von Menschen beschäftigen und bei denen sich eine Vermutung bestätigt, auf die man auch ohne diese Untersuchung natürlich leicht kommen könnte, nämlich, dass die Partizipationsbereitschaft umso größer ist, je stärker eigene Interessen berührt sind. Die etwas weniger glanzvolle, umgekehrte Formulierung des gleichen Sachverhalts lautet, das allgemein behauptete Partizipationsinteresse der Bevölkerung an der eigenen Entscheidung von Sachverhalten ist komplett zu Ende, wenn ein eigenes Interesse gar nicht berührt ist. Und da kommen wir dann schon wieder vom Praktischen aufs Prinzipielle. Sie werden in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland kaum je Bürgerentscheide finden, die mit einer Wahlbeteiligung stattgefunden haben, die auch nur in die Nähe der rückläufigen Wahlbeteiligungen bei allgemeinen Wahlen zu Stadträten, zu Landtagen oder zu Bundestagen gekommen ist. Von den in den letzten 10 Jahren begonnenen Bürgerinitiativen und Volksinitiativen sind die meisten am Ende gar nicht zustande gekommen, weil die Mindestzahl von Beteiligten nicht zustande gekommen ist. Woraus im Übrigen eine Reihe der Partizipationsvirtuosen in unserer Gesellschaft die geniale Schlussfolgerung ziehen, dass man die Quoren absenken müsse, damit diese Initiativen zustande kommen. Wiederum etwas salopp formuliert, wenn am Ende der einzig verbleibende Interessent alleine entscheidet, sei doch auch gut. Dass das ein Legitimationsgewinn für diese politischen Entscheidungen sei, erschließt sich allerdings schon sehr viel weniger. Und es gibt auch Gründe, an der Nachhaltigkeit solcher Entscheidungen Zweifel anzumelden. Also, um da nicht missverstanden zu werden. Selbstverständlich können Parlamente ebenso irren wie Bürger und Bürgerentscheide. Entscheidungen können immer richtig oder falsch sein. Bedauerlicherweise weiß man das ohnehin immer erst hinterher. Und nicht selten können sich selbst hinterher die klugen Beurteiler nicht richtig darauf verständigen, ob das jetzt eher richtig oder eher falsch. Oder zwar vielleicht richtig, aber zu spät. Oder falsch, weil zu früh und so weiter war. Aber man darf keine Illusionen darüber haben, dass ein anderer Entscheidungsprozess stattfindet, wenn ich eine wichtigere oder weniger wichtige Frage zum Gegenstand eines Plebizits mache oder zum Gegenstand einer parlamentarischen Meinungs- und Urteilsbildung. Ich will Ihnen das mal an einem besonders aktuellen Beispiel versuchen zu verdeutlichen, das zwar nicht in Deutschland stattgefunden hat, aber ganz sicher auch erhebliche Wirkungen für Deutschland haben wird, nämlich die denkwürdige Entscheidung der Briten, aus der Europäischen Union auszutreten. Dass dies ein demokratisches Votum war, wird ja niemand ernsthaft bestreiten wollen. Ob es ein durchdachtes Votum war, ist schon sehr viel weniger unstreitig. Und ob diejenigen, die sich an der Entscheidung beteiligt haben, eine konkrete Vorstellung hatten, was sie mit dieser Entscheidung tatsächlich bewirken wollten und voraussichtlich tatsächlich bewirken, ist eine noch schwieriger abschließend zu beantwortende Frage. Ich habe vor ein paar Wochen den Brief eines italienischen Journalisten bekommen, der mich darauf hinwies, dass ein guter Freund von ihm geschrieben habe, er habe sich jetzt von
weiß nicht mehr, Manchester oder wo auch immer, in eine schottische Stadt umgemeldet, nachdem er beim Brexit-Votum auch für Leave gestimmt habe, in der nach allen Umfragen sicheren Überzeugung, dass Remain gewinnen würde. Das sollte nach seiner Überzeugung aber nicht zu heftig ausfallen. Und deswegen wollte er im Windschatten einer sicher erwarteten anderen Entscheidung doch dem Frust Ausdruck geben, den es mit Blick auf manche Brüsseler Entscheidungen nicht nur bei ihm, aber auch bei ihm zugegebenermaßen gäbe. Und nun hoffe er sehr, dass die Schotten das Ergebnis, das er selbst irrtümlich mit herbeigeführt habe, nun ihrerseits durch einen Ausstiegsbeschluss korrigieren könnten, sodass er am Ende da bleiben könnte, wo er nach seinem eigenen Abstimmungsverhalten nie wieder sein wollte. Gut, jetzt könnte man sagen, einzelne arme Irre gibt es immer. Die sollte man nicht als prototypisch vortragen. Ich streiche das Beispiel und beziehe mich auf die im Amt befindliche britische Regierung. Zunächst die, die zum Zeitpunkt der Entscheidung im Amt war. Die hatte nun, was den damals amtierenden Premierminister anging, ganz sicher nicht die Absicht, durch eine Volksabstimmung Großbritannien aus der EU herauszuführen. Die hatte die sehr viel schlichtere Vorstellung, durch das Angebot einer Volksabstimmung die vorhergehenden Wahlen zu eigenen Gunsten entscheiden zu können, was auch glänzend geklappt hat. Mit einem Preis, den man sich offenkundig nicht mal hat vorstellen können, der aber tatsächlich eingetreten ist. Und da reden wir jetzt über Profis, jedenfalls über Leute, die sich dafür halten. Und der mindestens so erstaunliche Effekt, unmittelbar nach dem zustande gekommenen britischen Votum, konnten genau diejenigen, die wochenlang mit im Übrigen bemerkenswerten Argumenten für genau das Ergebnis geworben hatten, das sie am Ende erzielten, die naheliegendste Frage nicht beantworten, was sie damit jetzt eigentlich machen wollen. Das wissen wir jetzt seit ein paar Tagen ein bisschen genauer, weil die danach ins Amt gekommene neue Premierministerin mindestens eine erste Sortierung möglicher Vorgehensweisen vorgenommen hat, die sie, und das führt uns jetzt wieder auf den nicht nur imaginären Konflikt zwischen plebiszitärer und repräsentativer Demokratie zurück, die sie aus guten Gründen eher ohne Beteiligung des britischen Unterhauses umsetzen wollte. Nun hat das höchste britische Gericht auch in einem Berufungsverfahren nach der denkwürdigen Anrufung desselben durch die britische Regierung, nachdem die vorhergehende Instanz die Mitwirkung des Parlaments ausdrücklich bestätigt hatte, das oberste Gericht erklärt, nein, ohne Mitwirkung des britischen Parlaments geht gar nichts. Und hinzugefügt, dass das Parlament selbstverständlich die Grundentscheidung des Plebiszits nicht korrigieren dürfe. Das leuchtet wieder irgendwo ein. Und auf der anderen Seite eröffnet es das nächste Dilemma. Wie geht ein Parlament eigentlich mit Verhandlungsoptionen, Verhandlungsverläufen und vor allen Dingen Verhandlungsergebnissen um, die nach ausdrücklicher Bestätigung des Gerichts ohne das Parlament nicht rechtswirksam werden können? Nun kann man alleine mit diesem Thema den Rest des Abends verderben. Ich höre auch jetzt sofort damit auf. Will Ihnen nur meine tiefe Skepsis über die Verhandlungen, die jetzt Ende März beginnen sollen, nicht vorenthalten. Mir fehlt jede Fantasie, mir ein Verhandlungsergebnis vorzustellen, dem nach 2 Jahren, das ist der dafür vorgesehene Zeitraum in den römischen Verträgen, dem nach 2 Jahren sowohl das britische Unterhaus zustimmen könnte, wie 27 nationale Parlamente in Europa. Ich habe auch noch kein Konzept gesehen, das auch nur in die Nähe der gleichzeitigen Zustimmungsfähigkeit in Großbritannien und im Rest der Europäischen Union kommen könnte. Und dann? So,
Ich will mit diesem ja nicht gegriffenen, sondern realen Beispiel verdeutlichen, dass Volksentscheidungen jedenfalls nicht der Königsweg zur sowohl legitimen wie durchdachten, friedensstiftenden, nachhaltigen Lösung komplexer Probleme sind. Weil sie der Natur der Sache nach beinahe ausschließen, dass eine Abwägung der Zusammenhänge, der mit bestimmten Ergebnissen oder angestrebten Ergebnissen verbundenen Nebenwirkungen erreicht werden könnte, die sich aber immer mit komplexen Sachverhalten verbinden. Und schließlich, auch wenn natürlich ausdrücklich eingeräumt werden muss, dass sich auch Parlamente gründlich irren können und dass sie sich auch in relevanten Fragen gründlich irren können, mindestens im Sinne der Wahrnehmung dessen, was man eigentlich gerne gehabt hätte und nun mal von einem Parlament möglicherweise anders entschieden worden ist. Auf einen prinzipiellen strukturellen Unterschied von Plebisziten gegenüber parlamentarischen Entscheidungen muss ich nochmal aufmerksam machen. Bei Plebisziten gibt es nie jemanden, den Sie für die getroffene Entscheidung zur Verantwortung ziehen können. Nie. Für ein Plebiszit ist nie irgendjemand verantwortlich. Aber es gilt. Für parlamentarische Entscheidungen gilt leider auch, dass sie falsch sein können, aber sie können identifizieren, wer es war. Und sie können in regelmäßigen Abständen eine Truppe, die sie für inkompetent oder korrupt oder verlogen oder all das gleichzeitig halten, durch eine andere Truppe ersetzen. Was im Übrigen unter dem Gesichtspunkt der Reversibilität von Entscheidungen ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist. Ich bin jetzt, glaube ich, ziemlich genau in dem Zeitfenster, das Sie eigentlich für eine Einführung in das Thema und die anschließende Diskussion vorgesehen hatten. Ich hoffe auch, dass es hinreichend viel Streitgegenstände gibt, die man ja auch durch andere mühelos ersetzen kann. Und will deswegen Ihnen zum Schluss noch meine beiden Lieblingsdefinitionen von Demokratie sagen. Beide nicht von Philosophen. Die eine ist von einem Politiker und bedeutenden Staatsmann, Abraham Lincoln, wird das Zitat zugeschrieben. Demokratie ist der umsichtige Einsatz persönlicher Bosheit für das Gemeinwohl. Das ist hübsch und übrigens nicht so platt, wie es sich anhört. Demokratie hat was mit Einsatz zu tun, mit Engagement, hat was mit Leuten zu tun, mit Personen zu tun, ohne die es so jedenfalls nicht stattfindet, wie es jedenfalls stattfindet. Und jetzt setzen Sie mal statt Bosheit Interessen. Es hat immer was mit Interessen zu tun. Der Gegenstand von Politik sind Interessen. Politik hat nichts mit Wahrheitssuche zu tun. Politik hat was mit dem Identifizieren von Interessen in einer Gesellschaft zu tun und dem Versuch, die in einer Weise auszugleichen, dass sie halbwegs miteinander verträglich sind, dass sie für wechselseitig einigermaßen zumutbar gehalten werden, wobei übrigens nicht selten die Voraussetzung der Zumutbarkeit, die Aussicht auf die Korrigierbarkeit dieser Entscheidung ist, was wiederum mit Blick auf Plebiszite zu zusätzlichem Nachdenken Anlass gibt. Und mein zweites Lieblingszitat ist von George Bernard Shaw, der war nie britischer Premierminister, war auch nie Mitglied im House of Commons, war aber ein sehr kluger Beobachter der Zeitgeschichte. Von Bernard Shaw stammt der schöne Satz, die Demokratie ist die einzige Staatsform, die garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir verdient haben. Und der Satz gefällt mir auch als gelernten Politikwissenschaftler deswegen so gut, weil er natürlich nicht sagt, Demokratie ist die einzige Staatsform, die garantiert, dass wir
so gut regiert werden, wie wir uns einbilden, verdient zu haben. Sondern die Demokratie ist das System, das sicherstellt, besser als wir es selbst organisieren, wird es sicher nicht. Oder anders formuliert, Demokratie ist genau die Staatsform, die mit dem Engagement einer Gesellschaft und ihrer Bürger steht und fällt. Steht und fällt. Autoritäre Regime brauchen dieses Engagement nicht. Sie mögen es übrigens auch in der Regel nicht. Sie behindern es regelmäßig und wenn es nicht anders geht, verbieten sie es. Bis sie kollabieren. Wofür wir wiederum in jüngerer Vergangenheit auch auf deutschem Boden ein besonders eindrucksvolles Beispiel hatten. Ich bedanke mich für Ihre Geduld und sehe nun mit Demut den offenen Fragen entgegen.